Hallo ihr Lieben, heute zeigen wir euch, wie ihr eine leckere Eierlikörcreme einfach selber macht. Die Creme eignet sich perfekt als Füllung von Berliner. Für die Zubereitung braucht ihr ein Päckchen Vanillepudding, 2 Esslöffel Zucker, 75 ml Eierlikör und 200 ml Milch. Zunächst gebt ihr den Vanillepudding, 2 Esslöffel Zucker und 5 Esslöffel Milch in ein Gefäß und verrührt es, bis sich das Puddingpulver aufgelöst hat. Nun schüttet ihr die restliche Milch in einen Topf und lasst sie aufkochen. Jetzt gebt ihr das aufgelöste Puddingpulver hinzu und lasst alles nochmal für circa eine Minute weiterkochen. Nachdem der Pudding etwas abgekühlt ist, gebt ihr den Eierlikör hinzu und rührt ihn vorsichtig unter. Und schon ist die Creme fertig. Sobald sie komplett ausgekühlt ist, könnt ihr sie einfach in einen Spritzbeutel geben und als Füllung in Berliner oder andere Gebäckstücke spritzen.